So, Kunde an Werkstatt. Mal gucken. Ich sehe nichts. Ah, da. Ein kaputter Reifen. Das heißt, wir müssen wieder neu beschicken. Halt. Gibst du mir den Reifen? Wieso schmeißt du den auf den Boden? Halt der RMB, um zu werfen. So. Okay. So, 80 Dollar. Ich habe für den Reifen bezahlt 60, also 20 kann man dann noch Gewinn machen. Das ist ja im Grunde okay. Ich glaube, der Tanker ist da. Genau, wir werden erstmal schnell aufladen hier. Die Frage ist, wenn ich da an dem Rad gedreht habe, macht er den Rest dann von alleine? Ich hoffe. Boah, das ist. Boah, der Müll! Unfassbar. Ups, Entschuldigung. Haut er mir die Autotür für die Kniescheibe? Sag mal, geht es noch? So, wir müssen unbedingt den Müll. Na. Hä? Ist doch alles gut. Kick mal den Müll weg. Toll, jetzt sehe ich wieder. Mülltüte nicht. Bin sofort für euch da. Entschuldige, dass ich sie duze. Manchmal ist mir so danach. So, da sind wir schon. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Das sage ich dir. Das Band wird immer so schnell schmutzig, das ist nicht zu fassen. Kann man dann nachher vielleicht mal ein fortschrittlicheres Band mit Lotus-Effekt oder so dreckabweisend, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas bekommen dann als Aufrüstung der Tankstelle. Oh. Eieiei. Was ist ein Annäherungsversuch? Kunde in Werkstatt. Ja, ein bisschen Geld kommt hier gerade rein. Tanken müssen wir momentan ja nicht, aber hier haben wir jetzt ein Problem mit der Reifen oder so. Da müsste ich gleich dann noch mal schauen. Natürlich brauche ich einen Reifen. Scheiße. Machen wir erstmal die Tür klar. Und wenn Sie dann noch einen Moment warten würden, bis ich Reifen geliefert kriege. Ich würde nicht, ja. Ich möchte, so lange möchte der nicht warten, aber ich glaube, ich lasse den auch gleich erst runter, was nützt ja nichts. Haut er ab und bezahlt gar nichts oder so. Können die Reifen bitte mal billiger werden? Das ist ja nicht mehr zum Aushalten hier. Vier Stück und dann noch mal Autospiegel 2. So.
Have a nice day. Also man merkt schon, es ist nicht so einfach, hier an größere Reichtümer zu kommen. Kannst du? Ja, ich dachte, du bestellst. Ja. Jo. Alle gut. Gute Weiterfahrt. Das gilt auch für dich. Gut. So. Wo war denn jetzt wieder meine Angestellte? Die müsste wieder... Achso, ne, die kann ich ja einfach so... So, pass auf, ich lass dir mal den Wagen runter. Ich bezahle zu mir was. Ja, war nicht so toll, ich weiß. Aber es ging nicht an. Hatte ich nicht eigentlich eine bessere Toilette? Ja, habe ich auch. Was man so besser nennt. Ich glaube... Uiuiui, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das müssen wir alles streichen, ne? Vermutlich müssen wir das. Oh, schon wieder Kundschaft hier. Ja, so spielt man zur Entspannung. Und ist eigentlich nur im Stress. Aber es ist ja bei fast allen Spielen so. So, obwohl wir hatten ja vorher ein paar Spiele gespielt, wo der Stress eher weniger der Fall, also Road 96 war wenig Stress, war sehr angenehm zu spielen. Was übrigens nicht heißt, dass das hier nicht angenehm zu spielen wäre, doch ist es, auf eine andere Art halt. Great job. So, wie steht's denn hier? Schließe alle Ziele ab, um Tankstelle aufrüsten zu können. Autos betanken, okay, 45 Stück ist eine ganze Menge. Kunden im Laden 100 bedienen, wir haben erst 7. Oh ja, okay. Also da, ja. Da ist noch einiges angesagt, bevor es weitergeht. Mails hatte ich, glaube ich, alle gelesen. Werkzeuge brauchen wir nicht. Einfach mal so ein bisschen durchgucken. Gerade Dekorationen. Ah, Dekorationen sind bestimmt schick, aber habe ich im Moment echt kein Geld für. Und einen zweiten Mitarbeiter kann ich auch noch nicht einstellen. Ich wollte aber, dass sie wieder anfängt zu arbeiten hier. Ja? Tankstelle reinigen, da bist du ganz gut drin irgendwie. Gesamtarbeitszeit. Gesamtleerlaufzeit. Also sie hat eine Stunde Pause gehabt, sehe ich das richtig? Was ist das für ein Zeichen hier oben? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Guten Tag. Was haben wir denn da? Zigarette, natürlich. Ja, schön, machst du das? Have a nice day. Jo, du auch. Gute Weiterfahrt. Thanks a bunch. Kunde in der Stadt. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich fast vors Auto geworfen. Ist eigentlich an meiner Werkstatt. Kommt ja gleich noch ein. Ich hoffe, du. Ja, du brauchst natürlich Reifen, ne? 3 Stück. Ein Moment. Reifen sind unterwegs. Achso, schon da. Schon lange da. That'll do. That'll do. Ach komm, Türen kannst du selber zumachen. So, zufälligerweise haben wir gerade 4 Reifen reinbekommen. Immerhin. Ey, sag mal,
Kommst du klar? Scheinbar nicht. Sie. Kannst du den mal wegwerfen? Okay, dann fangen wir einfach hier an, der Einfachheit halber. Nummer 2. Ach, der war ganz. Das sieht man ja auch. Mach doch die Augen auf, Junge. So, nächster Reifen dran. Ja, schön. Das Spiel ist so realistisch, dass sogar zwischendurch die Glocken läuten. Könnte natürlich auch bei mir in echt gerade passieren. Gib mal hier den Reifen. Also im Moment hat er etwas Probleme, mir die Reifen ordentlich in die Hand zu geben hier. Ja, ich glaube, das sind doch so Kleinigkeiten, die durchaus wahrscheinlich noch gefixt werden, nehme ich an. Und solange man noch eine Lösung findet und alles noch nicht so spielentscheidend ist, ist das ja auch alles in Ordnung. So, was hast du denn noch? Achso, noch ein Rückspiegel, okay. Du bist ja echt ein Großkunde. Noch was? Ich sehe da nichts. Wo ist das Problem? Bin ich gerade blind? Ach, Öl! Moment. Da. Braucht Ölflasche, um zu reparieren? Ja, da haben wir doch. Haben wir doch alles. Okay, okay. Wann ist fertig? Drücke RB to finish. Okay. Neue Level der Popularität. Yes! Dust Bowl. Oh, da warten schon wieder. Du bist fertig, du fährst ab. Ja, alles klar. So, ja, Entschuldigung. Es geht natürlich sofort los. Jo. Und du kriegst auch noch Sprit. Nice. Noch nie so gut getankt war. Wo ist meine Tür? Da. Oh. Da sind nur zwei, das sah eben mehr aus. Lass mich mal eben wischen. Gerne, gerne. Und tschüss. Just as I wanted. Sag's es. Mein Gott, wie sieht das Band aus? Just as I wanted. Echt jetzt? 2,20 Euro? Wie kommst du hier hin? So.
Wir sind immerhin auf über 1000 jetzt inzwischen. Jetzt ist die Frage, ändert sich langsam mal was an den Reifen, an den Preisen hier? Es bleibt auf 60. Ich glaub's ja nicht. Autospiegel sind immer okay und Öl. Nee, ich will aber das jetzt noch nicht bestellen. Öl haben wir ja auch noch. Kunde an Werkstatt. Lass bitte nur, wenn überhaupt, dann nur ein Reifen kaputt sein. Jawohl. So. Dann muss ich wohl doch drüber nachdenken, nochmal Reifen zu bestellen. Ich meine, es reicht ja für ein bisschen Gewinn. Was ist denn noch? Achso, ein Rückspiegel hättest du gern. Ganze haben. Ganze haben kriegst du sofort. Jo. Spinn da mal weg. Was denn? Sag mal, was geht denn mit dir hier? Ja, da muss ich mich gar nicht so angucken, so drohend. Geh dir ein Eis holen. Dann ist gut. Have a nice day. Ja, du auch. Und jetzt raus. Naja. Kauf dir mal einen Pullover. Sollte ich vielleicht hier in der Tankstelle mal anbieten. Super. Bisschen Mode. Schadet ja nix. Ja, bestell doch. Lass ich doch nicht hier auf den Kunden warten. Ne? Hallo Officer. Okay, das ist Sprit für eine sehr kurze Verfolgungsjagd. Hilft das wirklich weiter? Komm, jetzt lass doch einfach mal die Reifen billiger sein. Das wird so schön. Ansonsten bestelle ich sie. Ja, bestell sie halt zu 60. Was soll ich machen? Bestellen wir mal 5 Stück. Motoröl ist ja sowieso billig. Stellen wir auf 5 und Autospiegel, oh, die sind teurer wieder geworden. Dafür ist das jetzt billig. Wie kostet das jetzt? Oh ja, reichlich. Gut, aber damit haben wir dann wenigstens mal wieder ein bisschen was im Lager. Schon wieder einer in die Werkstatt. Ich komme gleich zu Ihnen. Ich wollte noch mal eben schauen. Also ich muss mir das unbedingt mal merken, wo dieser Wohnwagen rumsteht. Also der steht hier an der an meinem großen Kraftstofftank vorbei. Da hinten, genau. Hinterm Lagerhaus. Du machst Pause, sehe ich das richtig? Ich bezahle dich mal wieder. So. Ich weiß nicht, was dieser Balken. Ich glaube, der lädt sich auf, ne? Genau. Ja, dann gebe ich hier jetzt einfach ein bisschen Zeit.
wenn das hier gerade sehr staubige Zeiten sind, habe ich so das Gefühl. So, hast du geklaut? Wehe. So. Das Band schon wieder. Ich brauche einen Angestellten zum Band sauber machen. Ein professioneller Bandputzer. Thank you. Mit 3,5-jähriger Ausbildung. Ist ja das Mindeste. You're a lifesaver. Ja. Das sagen viele, höre ich oft. Lass mich mal durch. Jo. Ist auch was. Great. So, wir haben einen Kunde an Werkstatt. Ja klar, aber ich wollte... Aua. Ich wollte erst gegen einen Pfosten laufen. Das war mir wichtig jetzt. So, Tag Karl-Heinz. Ich nehme dir mal die Sachen ab hier. That'll do. Genau. Hau rein. So, da müssten wir ja jetzt ein paar Autoreifen da haben. Mal alle placen hier. Zack. Und dann packen wir mal das Auto hoch. Packen dann schon mal das Öl hier rein. Und hier haben wir auch Sachen. So. Dann gehen wir an den ersten Reifen ran, ja. Kommt ja kaum mal einer ohne Reifen. Also das hier, dass er mir die Reifen nicht mehr vernünftig angibt, finde ich nicht in Ordnung. Das ist Mobbing. Dann zwei Rückschläge kaputt. Kaputt. Eins. Okay, nächste. Freut mich, wenn ich helfen kann. Freut mich vor allem, wenn ich Geld verdiene. How much do I owe you? How much do I owe you? So. Ihr habt ja gut getankt. Da haben wir auch wieder Kunden. Oh, drei Stück. Dann mal los hier und erstmal wieder Band säubern. Es lohnt sich für 3 Kunden. Wow, super. Naja gut, dafür lohnt es sich nicht. Nächste bitte. Oh, ist da jetzt wieder was so reingefallen? Riecht die sich wieder auf? Krieg ich wieder... Anschiss. No, no, no. Ja. Es tut mir so leid. Ich glaube, das Band wird immer schneller dreckig. Übrigens mein Lob, das tut so gut. So, wir haben 946. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Vielleicht kann ich hinten, ja, fliegen lohnt sich eigentlich noch fast nicht. Aber andererseits, bevor ich hier doof rumstehe. Gemacht ist, ist gemacht. Ne? So. Danke, danke.
Der war noch gar nicht ausgestiegen, als ich loslegen wollte. So. Haben wir schon wieder über 1000 drinne. Kraftstoffstatus ist schon wieder niedrig. Okay. Stellen wir mal eben schnell. Um, 200 Liter, 450. Okay, mehr geht nicht. So. Was haben wir denn für ein Problem? Kann ich noch nicht sehen. Ich muss erstmal unter das Auto. So, wieder natürlich ein Reifen. So, pass auf, gib mir jetzt einfach mal so. Merkwürdig. Das ist Mobbing, in jedem Fall. Ich will euch mal was sagen. Ich sitze hier gerade im Dunkeln. Ich müsste eigentlich mal Licht anmachen. Das mache ich jetzt auch. So, es werde Licht. Könnt ihr zwar nicht sehen, aber ihr könnt es hören. Just as I wanted. Das ist gut. Great job. Great. Sehr gut. Ja. Lass den doch mal eben hier seinen Schlauch entleeren. You're amazing. Ja, ja. Sorry. So. Wieso blinkt das mit der Kraftstofflieferung jetzt eigentlich? Wartet der noch auf irgendwas? Ah, ist fertig. Okay. Boah, hört doch mal auf zu hupen, ihr seid doch bekloppt, ey. So, was macht denn meine Mitarbeiterin? Mein Gott. Mal gucken, ob die wieder fit ist, die gute Frau. Komm, hast du einen Kaffee? Ja, sieht doch gut aus. Da kannst du doch ein bisschen arbeiten. Zack, dann darfst du die Tankstelle wieder reinigen. Genau, oder? Kannst du Kasse bedienen? Komm, ich gebe dir da mal. Einfach mal schauen, wie sie das drauf hat. Vielleicht kannst du das ja besser als ich. Das ist jetzt gar nicht so große Kunst wäre. So, Chuck Malley. Was haben wir denn? Eine kaputte Tür, ich sehe schon. Da nehmen wir mal unseren magischen Stift. Aua. Und dann bringen wir das Herzschwarz in Ordnung. Oh, Entschuldigung. Gut. Sieht es denn da aus? Naja. Ähm.
super. Ich würde ja gerne meine Angestellte beobachten, wie sie jemand an der Kasse bedient. Und ich weiß ja nicht so, wie sie mit Kunden umgeht. Was haben wir jetzt gerade hier für ein Techno am Start? Sah das Ding eigentlich schon immer so kaputt aus oder muss man das irgendwann renovieren? Kunde an Kasse. So, ja, das macht die gute Dame. Das sieht so aus, als macht die das ziemlich gut. I swear, if there's bugs. Yeah. Ja, die Party-Fraktion ist wieder da. Yay. The smell is horrible. Disgusting. Oh, Entschuldigung, Leute. Das sollte nicht passieren. Das war jetzt ganz blöd gelaufen, gerade jetzt, wo ihr hier ankommt. So, warte, ich bringe den Müll raus. Meine Angestellte wird sich um sie kümmern. Ja. Ich finde die gut. Echsenmenschen haben wir jetzt auch noch dabei. Jawohl. Ich mag das. Ich glaube, schon mal erwähnt. Es ist so schön. Ich hoffe, die normalen Kunden kriegen hier keinen Schock. Kunde an Werkstatt, Kunde an... Ey, schmeiß mal nicht deinen Müll einfach hin. Nimm doch ein Beispiel an den Aliens, die machen sowas nicht. So, Werkstatt kommen wir gleich zu. So, gucken wir mal. Wie sieht's aus? Eine Tür und ein Rückspiegel, wie ich sehe. Das sind noch hartnäckige Kratzer. Was haben sie denn da gemacht? Bin ich auf der richtigen Seite? Ich glaube, nein. Pretty much what I asked for. Jo, das sieht doch gut aus. Die ist hier schwer am Abkassieren. Das ist sehr gut. Wäre eigentlich schon gut, wenn ich eine zweite Angestellte habe. Eine, die dann fliegen kann. Eine kann die Kasse übernehmen. Ich mich erstmal austanken und reparieren konzentrieren. Und wir haben schon wieder 1200. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt lass einfach mal Reifen billiger sein, dann würde ich mal einen ganzen Schwung kaufen. Endlich 40, jawohl. Da kaufe ich jetzt 20 Reifen. Die werden so selten billig, also bisher. Da können wir echt mal 20 kaufen. Oh Moment, wir gucken mal, was die Kratzerentferner sind gerade auch noch. Aber das Problem ist jetzt, wie viel habe ich denn jetzt? 20 Reifen für 40, habe ich gesagt. No, also 800. 800, was haben wir hier noch? Motoröl. Komm, Motoröl nehmen wir auch noch. Eins. Ach was, können wir ein. Fünf. Und
Kratzer Entferner 3. So, macht 1099, wunderbar. Sehr gut. Ja, jetzt räumt hier keiner mehr auf, ne? Und die Mülleimer sind echt schnell voll, aber gerade nach so einer Partygesellschaft ist das, glaube ich, auch klar. Wenn der Partybus kommt. Und der Fußboden sieht nämlich auch schon wieder schlecht aus. Was ist denn heute mit der Kirche draußen los? Also, natürlich draußen. Drinnen habe ich keine Kirche. Ich habe auch draußen keine, aber sie gehört mir nicht. Hier versteht schon, was ich meine. So, ja, ich komme gleich ihren Wagen betanken. Und da, ich muss fegen. Ich muss drin noch fegen. Schon ein bisschen aus wie Sau. So, lass mich mal einen Moment fegen.